Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Heart of Thorns Drachenjäger Guide für Dungeons und Fraktale. Es wird Zeit, das hatten sich viele gewünscht. Viele haben schon gesagt, oh, hoffentlich ist der Drachenjäger nicht scheiße und ich freue mich schon auf den Drachenjäger-Build. Und, ja, es gibt da gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten, hier ist der Drachenjäger-Build. Die schlechten Nachrichten, ich will jetzt nichts beschreien, aber der Wächter droht so ein bisschen aus dem Meta zu fallen aktuell. Es ist natürlich auch blöd, ein Video so anzufangen. Ich will euch ja eigentlich diesen Bild verkaufen, direkt zu sagen, der Drachenjäger ist scheiße. Und nein, er ist nicht scheiße. Und der ist sogar noch ein bisschen stärker als vorher, meiner Meinung nach. Trotzdem hat er momentan ein paar kleine Probleme mit dem gegen den Chronomancer anzukommen. Da will ich einfach am Anfang des Videos ehrlich mit euch sein. Das heißt natürlich nicht, dass der kacke ist und dass der nie wieder gespielt werden wird. Nur der Chronomancer ist halt einfach ultra stark aktuell und ja, darum sieht man den eigentlich lieber. Aber trotzdem, wir werden sehen, wann wir wie den Wächter bzw. den Drachenjäger nutzen können und wann halt nicht und warum und überhaupt und wie sieht's überhaupt aus. Naja. Fangen wir an mit den Traits. Die haben wir hier. Wir nutzen bei dem Drachenjäger, denn wir wollen auch hier die Elite-Spezialisierung spielen, Eifer, Tugenden und Drachenjäger natürlich. Bei Eifer hat sich im Prinzip nichts geändert im Gegensatz zum Bild vorher. Genauso wie bei Tugenden. Trotzdem gucken wir uns das nochmal schnell an. Wir haben hier einmal Geschwindigkeit des Eiferers. Erschafft ein Symbol des Zorns, wenn ihr getroffen werdet, während ihr euch unter der Lebenspunkteschwelle befindet. Das heißt, sobald wir unter 50% fallen, wird ein Symbol des Zorns erstellt, was den Gegner Verwundbarkeit und Schaden macht. Und außerdem ist es ein Lichtfeld. Das kann nervig sein, aber so wichtig ist es heutzutage eh nicht mehr, so wie es früher noch war, dass keine anderen Felder als Feuerfelder gelegt werden. Früher war das halt ultra wichtig durch die Blitzhammer-Builds der Aelis. Heute wird das Machtstacken ja hauptsächlich durch den Krieger, also durch den Berserker und auch durch den Herold übernommen. Und die sind ja unabhängig von Kombofeldern, das heißt, die können auch selbst mit einem Lichtfeld auf dem Boden arbeiten. Dann als nächstes haben wir feuriger Zorn, erhöht Schaden an brennenden Gegnern um 7%. Brennen werden die Gegner mit einem Wächter im Team sowieso immer und zusätzlich auch noch mit Aelis im Team nochmal doppelt so viel sowieso immer und von daher den können wir eigentlich immer aufrechterhalten. Als nächstes haben wir Symbole bewirken Verwundbarkeit bei Gegnern, das ist auch sehr gut, denn wir werden viele Symbole schmeißen. Und hier am Anfang hatten wir ja direkt einen Trade, der ein Symbol beschwört, aber auch alle unsere anderen Skills werden ziemlich viel mit Symbolen zu tun haben und dass unsere Symbole jetzt auch noch Verwundbarkeit machen, ist natürlich top, denn so stacken wir noch ein bisschen Verwundbarkeit mit. Dann als nächstes eifrige Klinge, Angriffe mit eurem Großschwert fügen zusätzlichen Schaden zu und heilen euch. Großschwertfertigkeiten haben eine verminderte Aufladezeit, Schadenserhöhung um 5% und ein bisschen Heilung ist eine Top-Sache, denn das Großschwert ist eins von unseren zwei Waffensets, die wir regelmäßig und oft bzw. eigentlich immer nutzen werden. Darum hier der Buff fürs Großschwert. Als nächstes symbolische Kraft, Symbole richten erhöhten Schaden an. Und haben eine Chance, Gegner zu verbrennen. Auch das hier spielt natürlich sehr schön in unsere anderen Traits mit ein, dass wir zum Beispiel mehr Schaden machen an brennenden Gegnern. Jetzt machen unsere Symbole auch noch brennen, sogar ohne internen Cooldown. Klar, das Brennen ist nur eine Sekunde, das ist jetzt nicht viel, aber ohne internen Cooldown, können wir damit schon auf ein bisschen Brennen kommen, beziehungsweise auf regelmäßig Brennen, um auch oft an diesen Trade zu kommen. Außerdem auch noch ein bisschen mehr Schaden. Und wie bereits gesagt, wir machen viele Symbole. Und als letztes nehmen wir dann noch symbolische Räche. Ihr führt Gegner, die in euren Symbolen stehen, mehr Schaden zu um 10%. Auch das hier ein sehr schöner Damage-Modifier. Wir werden nicht ganz, glaube ich, 100% Symbol-Uptime hinkriegen. Aber wir werden wirklich regelmäßig und oft Symbole machen. Und auch da können wir uns jetzt diesen Trade direkt schon mal immer merken, denn wir wollen unsere Haupt-Damage-Skills, das heißt die Skills, die am meisten Schaden machen, wollen wir natürlich dann nutzen, wenn auch gerade ein Symbol liegt, gerade um dann diesen 10%igen Damage-Boost auszulösen, damit die unsere Damage-Skills, die krassen, auf diesen Trade triggern. Das zu Eifer, da müssen wir eigentlich auch so gut wie nie irgendwas ändern, das können wir eigentlich immer so nutzen. Und ja, gucken uns jetzt mal Tugenden an. Was jetzt natürlich rausgefallen ist, früher hatten wir Ausstrahlung mit.
Ausstrahlung war eine Trade-Line, die uns viele Crit-Chancen gab. Die verlieren wir jetzt zum Teil. Außerdem waren es aber hauptsächlich Sachen, die Crit-Chance auf Einhandwaffen gegeben haben. Hier zum Beispiel starke rechte Hand. Wir haben jetzt gar keine Einhandwaffen mehr dabei, aber auch andere Crit-Chance-Erhöher hatten wir mit. Zum Beispiel hier Angriffe auf brennende Gegner haben eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Das fällt jetzt leider komplett raus, da wir Tugenden mitnehmen und halt noch Drachenjäger. Wir mussten uns halt für eins entscheiden, was rausfliegt, und ich habe da und auch viele andere haben sich dafür Ausstrahlung entschieden. Naja, was haben wir hier? Wir haben hier inspirierte Tugend. Tugenden gewähren nun mal Aktivierung Verbündeten in der Nähe folgende Segen. Das heißt, wenn wir F1 benutzen, gibt es noch zusätzlich Macht bei F2 Regeneration und bei F3 Schutz. Das ist insgesamt nicht so ultra wichtig und toll. Gut, 3 Macht haben oder nicht haben, und wir werden unseren F1 regelmäßig benutzen. Ist natürlich nicht schlecht. Aber hauptsächlich geht es um andere Trades. Und ähnlich wie auch schon früher, ist hier im Prinzip alles möglich, was ihr hier nehmen könnt. Hier gibt es nichts Festgelegtes, was ihr haben müsst, sondern wirklich von Situation zu Situation angepasst und von Team und Gegner eigentlich immer halt an die Situation müsst ihr eure Trades wechseln. Hier gibt es im Prinzip sehr, sehr viel. Beispielsweise für die maximal offensivste Variante nehmt ihr unversehrter Streiter. Verursacht mehr Schaden unter dem Einfluss von Aegis um 20%. Das ist ein 20% Damage Modifier, und ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile, wenn ihr regelmäßig meine Videos geguckt habt, wie selten diese 20%igen Damage Modifier sind, denn oft kriegt man nur, wie hier beispielsweise 7% oder hier hinten 10%. Das hier ist sogar ein 20er. Das ist natürlich sehr gut, allerdings nur unter dem Einfluss von Aegis. Das heißt, wir werden ein einziges Mal getroffen, dann ist die Aegis weg. Klar, wir haben auch noch Skills, um uns wieder Aegis zu geben, wie beispielsweise Rückzug oder unseren F3, aber das verliert man schneller, als man gucken kann zum Teil. Von daher, da muss man wirklich überlegen oder auch mal selber beim Spielen drauf achten, zu wie viel Prozent der Kampfzeit halte ich überhaupt eine Aegis aufrecht? Verliere ich die immer direkt am Anfang des Kampfes und habe die für den Rest des Kampfes überhaupt nicht mehr? Oder schaffe ich es wirklich, die mindestens, sagen wir mal, 60% der Zeit zu halten? Und so müsst ihr dann selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Auf jeden Fall 20% sind nicht zu verachten. Alternativ, und das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, ist hier Meister der Segnung. Segnungen halten länger an und haben eine verringerte Wiederaufladezeit. Auch Segnungen spielen eine sehr, sehr große Rolle beim Wächter, vor allem die Wand der Reflexion. Wenn ein Wächter im Team ist, hat er natürlich als ultimative Hauptaufgabe, sich um die Projektilabwehr zu kümmern. Genau das gleiche habe ich euch schon auch schon in dem Guide zu dem Mesmer gesagt. Projektilabwehr ist eine der Hauptaufgaben dieser beiden Klassen. Im Prinzip kann man einen Mesmer durch einen Wächter ersetzen und einen Wächter durch einen Mesmer, da die gleiche Aufgabe im Team übernehmen. Und da ist natürlich einer der Hauptskill gerade die Wand der Reflexion, und die ist eine Segnung. Mit Meister der Segnung würde die natürlich 2 Sekunden länger halten und hätte auch einen, glaube ich, 8 Sekunden niedrigeren Cooldown. Oder genau, 8 Sekunden niedriger Cooldown ist 2 Sekunden länger an, ist natürlich nicht schlecht und ist sogar sehr, sehr gut. Und zum Großteil der Zeit habe ich sogar auch tatsächlich diesen Trade hier drin im Meister der Segnung. Zusätzlich geht das natürlich auch noch auf unsere ganzen anderen Segnungen, die auch alle nicht schlecht sind. Vor allem geheiligter Boden, der sehr lange Stabilität gibt und somit auch länger an ist. Oder aber auch die Zuflucht, auch die ist nicht schlecht. Von daher, standardmäßig habe ich meistens Meister der Segnung drin, aber wenn ich wirklich Damage fahren will, nehme ich auf jeden Fall unversehrter Streiter rein. Dann haben wir noch Tugend der Repressalie. Beim Aktivieren einer Tugend erhaltet ihr Vergeltung. Vergeltung, die ihr anwendet, hält länger an. Das war auch früher ein kleines bisschen besser, als es jetzt ist, denn damals in Ausstrahlung hatten wir hier einen Trade, verursacht erhöhten Schaden unter dem Einfluss von Vergeltung. Auch das fällt jetzt natürlich raus. Das haben wir dann nicht mehr. Von daher, dass wir hier mit Vergeltung kriegen, ist eigentlich gar nicht mehr so toll, da auch generell im PvE-Bereich im Vergeltung kein sehr starker Segen ist. Klar, wenn es auf Gegnern drauf ist, kloppt man sich damit als Ingenieur oder Ele auch schon mal innerhalb von ein paar Sekunden selbst tot. Aber andersrum, sozusagen, wenn das auf Spielern ist und Gegner sich dabei Schaden machen sollen, das bringt nicht so viel, ehrlich gesagt. Von daher ist der Trade jetzt ein bisschen kleines bisschen schlechter als vorher. Dann als nächstes hätten wir wieder die offensive Variante. Tugend der Gerechtigkeit verursacht häufiger Brennen. Beim Aktivieren der Tugend der Gerechtigkeit wird die Dauer von Brennen erhöht. Das ist unser F1.
Normalerweise löst er ja alle 5 Attacken aus. Das heißt, der F1 macht normalerweise jede 5. Attacke von uns verursacht Brennen. Danach wieder 4 Attacken gar nichts. 5. Attacke wieder Brennen. 4 Attacken gar nichts. 5. Brennen. Durch diesen Trade würde das alle 3 Schläge auslösen und nicht alle 5, das heißt öfter. Aber auch beim Aktivieren der Tugend wird die Dauer von Brennen erhöht, denn auch wenn wir es aktivieren, kriegt der Gegner Brennen. Normalerweise allerdings ein bisschen weniger als durch den passiven Effekt. Oder sogar gleich, sehe ich gerade. Genau, sogar jetzt hier in diesem Fall sogar gleich. Und dadurch, dass wir es aktivieren, kriegt das jetzt sogar eine Sekunde länger. Das heißt, das wäre die offensive Variante und wir wollen unsere Tugend der Gerechtigkeit oft einsetzen. Das heißt, wir werden die aktiv nutzen. Oder alternativ, jetzt wieder die supportigere Variante fürs Team, wäre hier absolute Entschlossenheit. Die Aktivierung der Tugend der Entschlossenheit entfernt Zustände von Verbündeten in der Nähe. Der passive Effekt von Tugend der Entschlossenheit ist stärker. Passiver Effekt ist, dass wir einfach bekommen und beziehungsweise Lebenspunkte regenerieren und jetzt dadurch, dass wir diesen Trade drin haben, könnten wir einfach F2 zünden und würden auch noch 3 Zustände entfernen und das ist einer der stärksten Zustandsentferner im ganzen Spiel. Das habe ich auch schon damals in dem Guide-Video gesagt, das entfernt nämlich 3 Zustände von allen Verbündeten. Bei 5 Verbündeten jeweils 3 Zustände sind das 15 Zustände. Das so viele Zustände kann fast kein anderer Skill entfernen wie dieser hier. Von daher auch das hier sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir Macht der Tugendhaften. Jeder Segen lässt euch zusätzlichen Schaden verursachen. Tugenden werden schneller wieder aufgeladen. Auch das ist cool, vor allem die Wiederaufladezeit. Das bedeutet, wir können öfter Zustände entfernen, wir können öfter unseren F1 benutzen und auch öfter den F3 zünden. Und wir kriegen eine 1%ige Schadenserhöhung. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber für jeden Segen, der auf uns wirkt. Und wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal diesen Skill machen, rettet euch selbst. Und jetzt guckt mal auf meine Buffleiste. Ja, da passt, da sehen wir es, kommt ein bisschen verzögert. Ihr seht's, ich habe mal ebenso 8 Segen. Das wären jetzt in diesem Fall schon 8% mehr Schaden. Das heißt, wir haben jetzt allein durch diesen Skill sogar einen höheren Damage-Modifier reingekriegt als hier oben. Denn beispielsweise der gibt uns nur 7% erhöhten Schaden an brennenden Gegnern. Der hier hätte uns jetzt direkt 8 gegeben, beispielsweise. Ist also nicht zu unterschätzen, auch wenn sich 1% wenig anhört. So, dann als nächstes haben wir hier auch mehrere Möglichkeiten. Der offensivste wäre der hier oben, der passive Effekt von Tugend der Gerechtigkeit fügt nicht mehr nur dem Zielbrennen zu, sondern fügt jedes Mal, wenn sie aktiviert wird, dem Gebiet um euch herum brennen zu. Das heißt, wenn wir das hier mit diesem, mit diesen hier kombinieren, sodass die Tugend der Gerechtigkeit alle 3 Schläge auslöst, dann würde sie jetzt auch sogar noch im Bereich Brennen verursachen, also auf 5 Ziele. Wäre also die sehr, sehr offensive Variante. Ich persönlich nehme aber sehr gerne die Schlachtpräsenz mit, Verbündete in der Nähe halten den passiven Effekt der Tugend der Entschlossenheit. Das bedeutet, Tugend der Entschlossenheit regeneriert hier uns ja die ganze Zeit Lebenspunkte. Dadurch, dass wir den haben, kriegen das auch alle Verbündeten und das heißt, die regenerieren auch Lebenspunkte. Was bedeutet, erstens bleiben die ein bisschen besser am Leben und zweitens bleiben die eventuell sogar auch besser über ihren 90% Lebenspunkten, denn die meisten Klassen, die meisten Meta-Builds spielen ja mit Gelehrten-Rune und der 6er Bonus der Gelehrten-Rune ist, dass man 10% mehr Schaden 10% mehr Schaden macht, während man über 90% Lebenspunkte ist und dadurch kann man das ein bisschen verbessern. Aber auch, was man nicht vergessen sollte, ist der hier, unbezwingbare Tapferkeit. Die Aktivierung der Tugend der Tapferkeit gewährt betroffenen Verbündeten Stabilität. Der passive Effekt von Tugend der Tapferkeit wird häufiger ausgelöst. Das bedeutet erstens, der passive Effekt ist ja, dass wir regelmäßig Aegis kriegen. Jetzt kriegen wir die alle 30 Sekunden, nicht alle 40 Sekunden. Und vor allem, wenn wir F3 benutzen, vergeben wir Stabi. Das ist zwar nicht viel Stabi, es sind nämlich nur 4 Sekunden, aber trotzdem besser als nichts. Und wenn man mal in irgendwelchen Situationen ist, wo man entweder mal einen schnellen Stabi braucht für 1 oder 2 bestimmte Attacken oder man braucht einfach insgesamt viel Stabi und braucht zusätzlich zu seinen Stabi-Skills noch ein bisschen mehr, kann man das hier auf jeden Fall reinmachen und das ist auf jeden Fall ein Top-Trade, den sollte man auch nicht vergessen. Standardmäßig habe ich aber hier so dieses Loadout drin, weil ich mit dem Wächter halt oft ein kleines bisschen supportiger gehe und daher auf diese ganzen Offensiv-Skills verzichte, um einfach mein Team besser unterstützen zu können, um die besser am Leben zu halten, damit die halt einfach mehr Schaden machen können, aber entscheidet selbst und vor allem ist es, wie gesagt, Gegner und situationsabhängig. Und jetzt kommen wir aber zum neuen, nämlich den Drachenjäger. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, Langbögen zu nutzen. Auch das ist sehr gut, denn wir werden in diesem Bild einen Langbogen benutzen. Und wir kriegen hier tugendhafte Handlungen. Das
verändert im Prinzip unsere Tugenden, unseren F1, F2 und F3 Skill. Bei F1 ist es so, erstmal haben die jetzt so gut wie alle eine Cast-Zeit. Das ist ein bisschen schade und das ist was, was ich auch immer noch bemängel. Das nervt mich nämlich ein bisschen. Vorher konnte man einfach F2, F3 einfach zünden und es ging sofort an, egal was passiert ist. Jetzt haben die zum Teil alle eine Cast-Zeit. Das heißt, die kommen nicht direkt raus. Aber bei unserem F1er-Skill verbinden wir uns mit einem Gegner. Das heißt, wir schmeißen einen Speer und verbinden uns und das macht die ganze Zeit Schaden. Und brennen. Bei unserem F2-Skill kriegen wir Flügel und können über eine gewisse Reichweite können wir springen und auf dem Endpunkt, wo wir landen, heilen wir dann alle Verbündeten und unser F3 erzeugt ein Schild, was gegnerische Projektile abblockt. Das heißt, wir haben hier sogar noch einen Block-Skill dazu, ebenfalls wieder Projektilabwehr. Das heißt, die werden automatisch so geändert, da können wir auch nichts gegen tun, selbst wenn uns die nicht gefallen würden, könnten wir da nichts gegen tun, wenn wir Drachenjäger reinnehmen. Dann als ersten Trade haben wir durchbohrendes Licht. Fallen machen Gegner benommen, wenn sie zuschnappen und haben eine verkürzte Wiederaufladezeit. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, denn die Fallen sind gar nicht so schlecht. Zumindest eine Falle, die Prozession der Klingen. Die finde ich eigentlich ziemlich geil. Die macht sau viel Schaden und macht auch noch benommen. Das hilft uns ein kleines bisschen eine Breakbar zu brechen und vor allem Trash-Mobs dann auch benommen zu machen. Das heißt, die kloppen uns nicht direkt am Anfang einen richtig krassen Burst rein. Gerade im Ascalon-Fraktal passiert das ja häufig mal mit diesen Ascalon-Kriegern. Und damit buffen wir unsere Fallen halt ein kleines bisschen, können die auch öfter verwenden. Und vor allem meistens habe ich Prozession der Klingen wirklich eigentlich immer drin und wechsle die fast nie raus. Dann haben wir Dogma des Verteidigers. Beim Blocken eines Angriffs erreicht Gerechtigkeit die maximale Aufladung. Das ist im Prinzip hier, wenn wir uns mit einem Gegner verbinden, gibt es halt Gerechtigkeit und das tickt halt so langsam Brennen und Schaden auf den Gegner hierdurch. Wenn wir blocken, erreicht unser F1 direkt die maximale Aufladezeit. Eigentlich nichts so ultra tolles, vor allem weil wir, da wir ja mit Langbogen und Großschwert spielen werden und nicht mehr wie früher mit beispielsweise Fokus oder Streitkolben auch gar nicht mehr so viel blocken wie früher noch. Aber trotzdem ist ein Minor Trade, müssen wir mitnehmen. Aggression des Eiferers fügt verkrüppelten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Der passive Effekt von Gerechtigkeit verkrüppelt Gegner. Auch das ist nicht schlecht. Wir kriegen hier nochmal einen 10%igen Damage Modifier, das heißt nochmal 10% mehr Schaden. Es ist also nicht ganz so schlimm, dass hier die Ausstrahlung rausfällt, da ja auch einige Damage Modifier drin waren. Hier jetzt ebenfalls ein 10er, wenn der Gegner verkrüppelt ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, denn wir haben nicht so ultra viel, um Gegner zu verkrüppeln. Da muss uns unser Team im Idealfall ein kleines bisschen mithelfen. Das geht zum Glück. Viele Klassen haben ja Skills, die einfach mal so zwischendurch ein bisschen verkrüppeln. Beispielsweise der Großschwert-Vierer vom Berserker bzw. vom Krieger, die ja mit diesem Skill ihr Großschwert schmeißen. Und auch das verkrüppelt Gegner. Das gehört ja auch zu deren wirklich aktiven Damage-Rotation dazu. Von daher wird der Gegner wirklich schon regelmäßig verkrüppelt sein und wir kommen oft an diesen Damage-Modifier. Aber das zu 100% aufrechtzuerhalten, auch das wird ein bisschen schwierig. Trotzdem nicht schlecht. Und der passive Effekt von Gerechtigkeit verkrüppelt Gegner. Das ist auch eine blöde Sache. Hier könnten wir natürlich einerseits direkt dafür sorgen, dass der Gegner verkrüppelt ist. Aber erstens ist das nur 1,5 Sekunden an. Das heißt, es geht im Prinzip sofort wieder aus. Und zweitens ist es der passive Effekt hiervon. Wir werden den aber relativ oft benutzen, diesen Speer der Gerechtigkeit. Und somit den passiven Effekt gar nicht so richtig nutzen können. Dann als nächstes unverfälschte Stehkraft. Richtet abhängig von eurer Entfernung zum Gegner Bonusschaden an. Wenn wir im Nahkampf stehen, auf Nahkampfdistanz 0 bis 600 7% mehr Schaden, auf Fernkampfdistanz über 600 13% mehr Schaden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass das ausgerechnet so rum ist. Das heißt, dass dieser Drachenjäger so extrem darauf ausgelegt ist, im Fernkampf zu stehen. Wir werden aber trotzdem nicht nur extra, um diesen Trade auszulösen, um 13% mehr Schaden zu kriegen, werden wir nicht extra in den Fernkampf gehen. Wir kriegen, selbst im Nahkampf kriegen wir einen 7%igen Damage Modifier. Auch das ist nicht schlecht. 7% ist besser als 0%. Und von daher können wir ruhig weiterhin im Nahkampf stehen. Nur wegen einem kleinen Trade werden wir jetzt nicht unsere ganze Spielweise ändern und somit dafür sorgen, dass wir eventuell sogar so weit wegstehen, dass wir eventuell gar nicht mehr die wichtigen Buffs von unserem Team und sowas alles abkriegen. Von daher,
10% haben wir auf jeden Fall immer. Manchmal, je nach Gegner, vielleicht sogar dann auch mal 13. Denn es gibt ja auch Gegner, die vielleicht der ein oder andere mit seiner Gruppe im Fernkampf macht. Wie zum Beispiel den Erzwahrsager oder den Moosmann in den Fraktalen. Und als letztes haben wir dann noch Großwildjäger. Ein Gegner zu treffen, der von eurem Speer der Gerechtigkeit gebunden ist, verursacht Verwundbarkeit und erhöht den zugefügten Schaden. Hier kriegen wir nochmal einen 10%igen Damage Modifier. Also ihr seht schon, auch wenn sich das bisher von den Trades gar nicht so geil angehört hat insgesamt alles, trotzdem sind hier extrem viele Damage Modifier drin. Jetzt letztendlich, wenn man mal so im Nachhinein drüber nachdenkt, und das ist also gar nicht so schlecht. Allerdings muss hier der Gegner von unserem Speer der Gerechtigkeit getroffen worden sein. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv unseren F1 benutzen und können dann nicht die ganze Zeit den einfach nur auf passiv lassen. Und das heißt, einige Sachen bringen gar nicht so viel, dass zum Beispiel hier der passive Effekt von Gerechtigkeit Gegner verkrüppelt. Das bringt dann halt gar nicht mehr so viel. Oder dass beispielsweise beim Blocken eines Angriffs Gerechtigkeit die maximale Aufladung kriegt. Denn es muss sich ja immer mit 1, 2, 3, 4, 5 Attacken aufladen, bis das wieder machen kann. Das heißt, so viel bringt es nicht. Aber trotzdem kriegen wir hier einen Damage Modifier. Darum wollen wir das natürlich auch nutzen. Und vor allem der Gegner kriegt auch noch Verwundbarkeit reingedrückt. Ist also auch eine ziemlich coole Sache. Auch wenn es nicht viel Verwundbarkeit ist. Aber besser als nichts. Das zu den Trades. Die hören sich eigentlich ziemlich gut geil an und ich habe es ja auch am Anfang gesagt, der Wächter ist meiner Meinung nach jetzt sogar ein bisschen spaßiger und stärker zu spielen als vorher noch, denn wir kriegen ja einiges an Damage Modifiern. Natürlich verlieren wir einerseits auch wieder ein bisschen was, wir verlieren ein bisschen Crit Chance und so, aber damit muss man einfach leben. Das zu den Trades, jetzt als nächstes gucken wir uns die Ausrüstung an. Die ist zum Glück relativ einfach, denn es ist einfach komplett Berserker. Ich benutze eine komplette Berserker Rüstung, kompletten Berserker Schmuck und komplette Berserker Waffen. Auf der Rüstung habe ich die Rune des Gelehrten, auch von der habe ich ja bereits schon gesprochen. Ist einfach die, die am den maximalen Schaden im Spiel macht, abwechselnd Kraft und Wildheit und am Ende nochmal einen 10%igen Damage Modifier, solange wir über 90% liegen. Also auch das ist nochmal nicht schlecht. Und müssen natürlich dann dafür achten, dass wir auch über 90% bleiben. Aber dafür haben wir ja solche Trades, wie beispielsweise Schlachtpräsenz, die immer wieder ein bisschen Heilung reinbringt. Und zur Not können wir auch mal F2 nutzen, um nochmal einfach so eine Heilung zu nutzen oder unseren Heilskill und sowas. Ist also alles nicht schlecht. Und wie gesagt, trotz dieser ganzen Modifier sind wir hier natürlich unterstützungsmäßig. Und denkt auch dran, ihr könnt sogar noch mehr reinholen, ihr könnt hier ja noch einen 20er kriegen. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, wir sind bei der Ausrüstung. Das also dazu. In den Waffen habe ich jetzt aktuell überall Heftigkeit und Gebrechlichkeit drin. Das ist so mein Allround-Set, das man immer nutzen kann. Wenn ihr wirklich viel nachts unterwegs seid, das heißt viel Dungeons könntet ihr Heftigkeit und Nacht benutzen. Das wäre dann nochmal mehr Schaden, weil Nacht nochmal ein 10%iger Damage Modifier ist. Den habe ich hier irgendwo drin. Genau da, beispielsweise in der Fackel. Allerdings sind ja Dungeons so ein bisschen aus dem Meta gefallen und es werden hauptsächlich Fraktale gemacht und die sind fast alle bei Tag. Es gibt natürlich Fraktale bei Nacht, beispielsweise das Sumpfland-Fraktal vom Moosmann, das ist bei Nacht und da würde sich dann natürlich die Kombination aus Nacht und Heftigkeit anbieten für alles andere, aber Heftigkeit und Gebrechlichkeit oder aber wenn ihr in eurer Gruppe absolut gar keine Probleme mit Gebrechlichkeit habt, dann Heftigkeit und Luft. Gerade in sehr, sehr hohen Fraktalen ist ja eigentlich immer ein Condi-NG dabei. Und allein der Engie sorgt schon für sehr hohe Verwundbarkeit. Da würde sich dann vielleicht Heftigkeit und Luft besser und mehr anbieten. Das gleiche gilt übrigens auch für den Langbogen. Langbogen-Großschwert ist auch unser normales Setup, was natürlich nicht bedeutet, dass ihr nicht auch andere Waffen haben solltet. Ihr solltet auf jeden Fall einen Hammer im Inventar haben, um Macht stacken zu können, denn ihr habt auf dem, oder generell Sachen stacken zu können, denn ihr habt auf dem Hammer 2 einen sehr, sehr kurzen Explo-Finisher, beziehungsweise nicht der Explo-Finisher ist kurz, sondern der Cooldown auf dem Explo-Finisher ist kurz. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Wenn das jetzt mal gehen würde, genau hier, so, mächtiger Schlag. Ihr seht es, nur 5 Sekunden Cooldown ist ein Explo-Finisher. Solltet ihr auf jeden Fall immer reinwechseln, wenn gerade irgendwas gestackt wird.
danach wieder zur normalen Waffe wechseln. Und natürlich solltet ihr auch trotzdem andere normale Haupthände haben, wie beispielsweise den klassischen Streitkolben oder das Schwert oder ein Zepter, falls ihr mal wirklich in Fernkampf müsst. Und natürlich die entsprechenden Offhands, wie beispielsweise Foki oder auch Fackeln. Denn auch trotz dieses Setups und dieses Drachenjägerbilds werdet ihr natürlich trotzdem mal in Situationen kommen, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr tanken müsst oder wo der Content einfach schwieriger ist. Ein klassisches Beispiel wäre Maitrin. Maitrin ist so eine, die ist der absolute Pack-Destroyer. Da muss man halt oft mal so ziemlich alles, was man am Blocks hat, mitnehmen. Und da könnte man dann beispielsweise einen Streitkolben in die Haupthand nehmen. Da hat man nämlich einen Block auf der 3 und beispielsweise auch noch einen Fokus in die Nebenhand. Da hat man noch einen Block auf der 5. Also man sollte trotzdem alle Waffen dabei haben und sich trotz dieses Builds der Situation entsprechend anpassen. Das zum Equipment, wer muss man da im Prinzip auch gar nicht sagen. Wir gucken uns jetzt mal die Waffen und Slot-Skills an. Zum Großschwert, das muss ich jetzt nicht extra erklären, oder sagen wir nochmal ganz kurz. Wirbelnder Zorn ist unser größter Damage-Spell. Das ist dieser hier, der macht wirklich extrem Schaden. Den sollten wir auf jeden Fall immer kombinieren mit einem Symbol, denn wir wissen ja, solange wir in einem Symbol, beziehungsweise solange der Gegner in einem Symbol steht, machen wir 10% mehr Schaden und das gleiche auch nochmal 10% mehr Schaden, wenn der Gegner mit unserem Speer der Gerechtigkeit verbunden ist. Das heißt, im Idealfall kombinieren wir das mit einem Symbol. Da wäre beispielsweise das Symbol des Zorns möglich vom Großschwert und dann auch noch kombinieren mit dem Speer der Gerechtigkeit und wenn wir uns dann wirbeln, machen wir extrem Schaden. Den Dreier-Skill können wir auch benutzen, der macht auch ganz gut Schaden und blendet auch noch alle Gegner. Und ebenfalls auch der Fünfer-Skill, der hat mehrere Nutzen. Einmal könnt ihr den werfen, dadurch werden alle Gegner mit bindenden Klingen verbunden. Und wenn ihr den Skill danach nochmal benutzt, werden alle Gegner zu euch herangezogen. Das heißt, ihr könnt diesen Skill benutzen, um Gegner, die verteilt stehen, schön auf einen Punkt zu ziehen, damit auch eure Teammates und auch ihr mit euren Attacken schön alle trifft mit euren mit AOE-Attacken oder mit Cleave-Attacken und somit ihr die Gegner nicht einzeln bekämpfen müsst, weil der eine steht links, der andere steht rechts, der andere steht weiter hinten, der andere weiter vorne, so könnt ihr die halt zusammenziehen. Wenn ihr das aber nicht machen müsst, und das ist auch ganz cool, nutzt den Skill trotzdem allerdings nur einmal. Denn wenn ihr diesen Skill schmeißt und er verbindet sich mit den Gegnern, dann kriegen die Gegner einen Debuff, der ebenfalls Damage tickt. Das seht ihr da auch gerade bindenden Klingen, da steht Schaden 1217. Und die sind halt für 10 Sekunden mit diesen bindenden Klingen gedebufft und kriegen halt die ganze Zeit Schaden. Von daher, das könnt ihr auch zum Schaden machen benutzen, dürft dann allerdings nicht diesen zweiten Skill, um die Gegner ranzuziehen, nutzen, denn sonst sind die bindenden Klingen weg. Das dazu. Gucken wir uns mal den Langbogen an. Der Auto-Attack. Den könnt ihr nutzen, wenn ihr halt absolut nichts anderes da habt. Das wird aber nicht so oft der Fall sein. Auch ein sehr guter Skill ist der wahre Schuss. Man hockt sich im Prinzip hin und channelt ein bisschen und dann kommt halt ein ziemlich starker Schuss raus, der sehr viel Schaden macht. Und das Coole hierbei ist, und das muss man auch wissen, das durchbohrt. Das bedeutet, wir können damit mehrere Gegner treffen. Das wird also nicht wie andere Attacken beispielsweise von anderen Waffen oder zum Beispiel auch vom Zepter der Auto-Attack wird das nicht einfach bei dem ersten Gegner, was es trifft, abgeblockt, sondern fliegt durch alle Gegner durch und was ist jetzt los? Ja, war einfach nur kurzer Ruckler. Macht also Schaden an allen Gegnern. Wenn wir also hier mal sind und die Gegner stehen schön in einer Reihe, dann können wir das schießen und es fliegt halt durch alle Gegner durch und wird allen Schaden machen. Das muss man also auch wissen. Und genau das gleiche zählt übrigens auch für unseren F1, für den Speer der Gerechtigkeit. Auch der durchbohrt. Steht bei solchen Skills übrigens auch dran. Das heißt, wenn ihr mal da in die Skillbeschreibung guckt, das drittunterste, da steht durchbohrt. Und genau das gleiche steht auch hier beim zweiten von oben an diesem Skill dran. Als nächstes haben wir den ablenkenden Schuss. Den mag ich sehr gerne. Ich weiß, einige Leute benutzen den nicht. Ich finde den aber nicht schlecht. Erstens blendet er den Gegner. Das heißt, wir haben auch hier ebenfalls wie auf dem Großschwert auf der 3 einen Blende-Skill. Und der macht im Prinzip genauso viel Schaden wie der Auto-Attack, denn ihr seht, Auto-Attack 892,
dieser Skill ebenfalls 892. Und während der Auto-Attack eine 3/4-Sekunde Cast-Zeit hat, hat der nur 1/4-Sekunde Cast-Zeit. Und wenn wir zufällig auch noch mit diesem Skill, der übrigens super weit geht, guckt mal, wie weit der fliegt, ihm auch noch ein Projektil zerstört, denn der kann Projektile zerstören, während der fliegt, dann macht der sogar doppelt so viel Schaden. Auch das ist eigentlich nicht schlecht, von daher mag ich den gerne. Als nächstes haben wir Symbol der Energie, schießt einen langsamen Pfeil ab, der beim Aufprall explodiert, Ziele verbrennt und ein Energiesymbol auf dem Boden legt. Das heißt, wir machen ein bisschen Schaden, auch wenn das nicht sehr viel Schaden ist, denn ihr seht's im Auto-Attack 892, die hatten wir gerade schon, dieser Schaden hier 577. Macht allerdings noch Brennen auf den Gegner, was ja gut ist, denn wir haben ja Traits dabei, die mehr Schaden machen, wenn der Gegner brennt, beziehungsweise generell machen wir mehr Schaden, wenn der Gegner brennt. Und gibt auch noch Elan, das heißt Ausdauerregeneration wieder höher. Und es ist natürlich auch noch ein Symbol, was einerseits Verwundbarkeit macht, auch nochmal von sich aus Verbrennen machen kann. Und natürlich auch die Traits triggert, die natürlich dafür sorgen, dass wir, wenn der Gegner in einem Symbol steht, mehr Schaden machen. Das heißt, auch hier können wir den Vierer genauso auf dem Großschwert, und damit passt eigentlich Großschwert und Langbogen voll gut zusammen. Da ähnliche Skills immer auf den gleichen Tasten sind, können wir auch hier ein Symbol legen und somit wichtige starke Traits dann auslösen, beispielsweise den wahren Schuss. Auch hier auf dem Langbogen auf der 2 ist der große Damage-Skill, genauso wie auf dem Großschwert auf der 2. Und auch hier können wir vorher halt dieses Symbol legen und auch noch uns mit dem Speer der Gerechtigkeit verbinden, um dann den Zweier-Skill zu machen. Bei dem Fünfer-Skill, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ob der wirklich super toll ist. Macht halt so ein Speerfeuer, ähnlich wie das vom Waldläufer, vom Langbogen, die 5. Das Gute hieran ist allerdings, das verkrüppelt alle Gegner, und wir wissen ja, wir müssen die Gegner verkrüppeln, da wir ja auch nochmal einen 10%igen Damage Modifier in unseren Traits haben, der allerdings nur auslöst, wenn Gegner verkrüppelt sind. Hier hätten wir beispielsweise unsere erste richtige gute Möglichkeit, Gegner zu verkrüppeln, sogar auch für längere Zeit, von daher könnt ihr das schon nutzen und würde ich auch nutzen, vor allem wenn unser Team nicht groß mithilft, Gegner zu verkrüppeln. Ist also auch nicht schlecht. Ihr seht's, der Langbogen und das Großschwert, die passen sehr gut zusammen. Die sind ähnlich vom Style her und darum macht's auch nur Sinn, jetzt hier diese Waffen zusammen zu verwenden. Dann als nächstes gucken wir uns mal die Slot-Skills an. Da gibt's viel. Die meisten Leute nutzen halt als Heilskill den Unterschlupf. Ich habe das auch schon im letzten Video gesagt, ich bin da kein so großer Fan von. Klar, 2 Sekunden alles abblocken ist mega geil. Auch hier hätten wir nochmal Blocks. Man ist im Prinzip 2 Sekunden komplett unverwundbar. Allerdings heilt das nicht ganz so viel. Gerade mal ein Drittel der Lebenspunkte. Ich nehme meistens das Siegel der Entschlossenheit mit. Allerdings, und das muss ich euch, da muss ich euch jetzt warnen, viele Gruppen nutzen dieses Siegel als Noob-Filter. Das bedeutet, da eigentlich alle Spieler, die mit dem Wächter anfangen, direkt sehen, boah geil, Siegel der Entschlossenheit entfernt alle paar Sekunden einen Zustand und heilt auch noch total viel, doppelt so viel wie alle anderen Heilspells, den nehme ich rein. Das heißt, es ist sozusagen eigentlich das Siegel, was die ganzen Anfänger, also die ganzen Noobs drinne haben, und die Profis nehmen halt meistens eher den Unterschlupf. Und darum, viele Gruppen, wenn die sehen, oh scheiße, ein Wächter, der Siegel der Entschlossenheit hat, dann muss das Noob sein. Und darum, das ist sozusagen das Noob-Filter-Siegel. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich komme mit dem Skill einfach besser klar und nutze das trotzdem meistens einfach, auch wenn das nicht so gerne gesehen ist. Letztendlich muss man natürlich mit einem Bild auch spielen können. Es bringt nichts, das beste ultimative Meta-Bild zu haben, was sonst wie toll ist, wenn man absolut gar nicht damit umgehen kann und auch nicht damit klarkommt. Und von daher ist es eigentlich für gewöhnlich kein Problem, die Builds ein bisschen an seinen persönlichen Spielstil anzupassen, wenn man dann dafür einfach bessere Leistungen bringen kann. Und bei mir ist das beispielsweise hier bei diesem Siegel der Entschlossenheit so, von daher habe ich das meistens drin, trotzdem nicht vergessen. Unterschlupf 2 Sekunden im Prinzip unverwundbar. Die anderen Heilskills sind alle nicht so toll. Wir hätten hier noch eine Falle, die ist auch ganz neu. Allerdings mag ich die auch nicht so. Ich nutze die zwar mal ganz gern im PvP, weil die da auch noch ein bisschen Schaden macht. Heilt auch noch alle, ich glaube, alle Verbündeten. Und blendet Gegner. Könnt ihr also auch nutzen, wenn ihr mal viel Blenden braucht unbedingt. Sonst Litanei des Zorns, ja, da ist dann halt für
6 Sekunden allen Schaden, den wir machen, wird in Heilung umgewandelt. Das heißt, je mehr Schaden wir machen, desto mehr Heilung machen wir. Kann in Ordnung sein, aber eigentlich müsst ihr euch nur zwischen Unterschlupf und Siegel der Entschlossenheit entscheiden. So, und jetzt wirklich die Unterstützungsskills, und da gibt's viel. Mein Standard-Setup ist das hier mit Siegel des Ruins, das ich hauptsächlich nur deswegen habe, wegen den passiven Kraft. Und das heißt, solange wir dieses Siegel passiv einfach nur unten drin haben, gibt das 180 Kraft. Das kann nie verkehrt sein, ist natürlich toll. Darum habe ich das drin. Dann habe ich schon gesagt, Prozession der Klingen ist eine Falle, die sehr, sehr viel Schaden machen kann und dann noch Gegner benommen macht. Auch das finde ich sehr cool und habe ich meistens drin. Und dann halt noch, damit ich auch wirklich meinen Job machen kann in der Gruppe, nämlich mich um Projektilabwehr zu kümmern, habe ich meistens auch noch die Wand der Reflexion. Das ist so mein Standard-Loadout. Das heißt aber nicht, dass man das nicht auch mal ändern kann. Beispielsweise ist wirklich gar kein Problem, das Siegel des Ruins einfach mal rauszunehmen. Klar, man verzichtet dann auf 180 Kraft, aber wenn man dafür sein Team besser am Leben erhält, ist das absolut gar kein Problem. Das kann man machen. Man kann beispielsweise, und auch da kenne ich einige, die das ganz gerne machen, die nehmen noch diese andere Falle mit Glaubensprüfung. Das ist eine Falle, die legt im Prinzip eine kreisrunde Barriere und jeder Gegner, der durchläuft, wird verkrüppelt. Sogar für 6 Sekunden, das ist relativ lange. Und somit sorgen die einfach dafür, dass dieser eine Trade auslöst, nämlich dass Gegner verkrüppelt sind. Das Blöde ist nur, im PvE bewegen sich Gegner nicht so viel. Das heißt, man muss diese Falle entweder bereits vor dem Kampf legen und dann Gegner ranziehen, beziehungsweise Gegner anlocken, sodass die durch die Falle durchlaufen. Oder man muss einfach hoffen, dass die bekloppt irgendwie rumrennen und zufällig durch die Falle laufen. Wenn allerdings der Kampf erstmal losgegangen ist und alle kloppen einfach nur noch in sich rein, dann kann man diese Falle nicht mehr so gut benutzen, meiner Meinung nach. Und darum habe ich die persönlich meistens nicht mit, aber ich kenne Leute, die die toll finden. Sonst beispielsweise an guten Skills haben wir dann noch den geheiligten Boden. Der vergibt halt für 12 Sekunden Stabi, wenn wir die richtigen Trades mit haben. Auch eine ziemlich geile Sache, denn das ist ebenfalls einer unserer Jobs im Team, neben der Projektilabwehr, nämlich für die Stabi zu sorgen. Wenn irgendwann mal das Team umgeschubst wird und keine Stabi hat, dann ist der Wächter daran schuld für gewöhnlich, denn sonst die Klassen sind eigentlich nicht in der Pflicht, irgendwie an Teammates Stabi zu verteilen. Das macht, wenn das nötig ist, der Wächter. Außerdem hätten wir noch eine andere Segnung, reinigende Flammen. Er schafft erstens ein Feuerfeld. Das können wir beispielsweise reinmachen, wenn ihr in einer nicht ganz so optimierten Gruppe seid, mit Randoms und vor allem ein paar neueren Spielern, die sich vielleicht noch gar nicht so mit Feuerfeldern bzw. mit Kombofeldern und Kombofinishern auskennen, die beispielsweise einfach keine Feuerfelder legen, wenn sie zum Beispiel einen Ingenieur spielen oder einen Elementarmagier spielen, denn normalerweise sind ja die dafür verantwortlich, Feuerfelder zu legen. Wenn das nicht gemacht wird, könnt ihr hiermit beispielsweise ein Feuerfeld legen und auch dieser Skill entfernt nochmal Zustände. Oder aber ihr legt eine Zuflucht, auch das blockt Projektile. Und wenn ihr das in den Gegner reinstellt, schubst das den Gegner auch noch die ganze Zeit um. Bei einem Gegner, der nicht weggeschubst werden kann, das heißt ein Gegner, der statisch auf einer Stelle steht, der wird einfach die ganze Zeit hingeschubst. Wenn ihr das beispielsweise in Schmelztiegel der Ewigkeit im Weg 2 auf den vorletzten Boss macht, diesen Baum, diesen Albtraumhofbaum, in dem man eigentlich diese kleinen Golems reinschubsen muss, wenn ihr auf den einfach auf seine Position diese Zuflucht stellt, dann wird er die ganze Zeit CC'd und er kann ja nicht weggedrückt werden, weil er starr auf der Mitte steht und er wird dann einfach die ganze Zeit umgeschubst und umgeschubst und umgeschubst. Also das ist also auch ein kleiner Trick hier mit Zuflucht. Sonst hätten wir noch Rufe, auch da gibt's viele coole. Da hätten wir einmal Rückzug, das gibt nämlich nicht nur 20 Sekunden Eile fürs ganze Team, was ziemlich lang ist, sondern es vergibt auch noch Aegis ans ganze Team. Das heißt, hier hätten wir mit einer Möglichkeit, nicht nur unser Team am Leben zu halten, indem wir Schlüsselskills von Gegnern, das heißt wichtige, große, starke Attacken von Gegnern, einfach ablocken können, indem wir im richtigen Moment unserem ganzen Team Aegis geben, sondern wir können auch selbst dafür sorgen, dass unser einer Trade mit diesen 20% mehr Schaden unter dem Einfluss von Aegis wieder neu triggert. Das heißt, das ist auch kein schlechter Skill. Außerdem gezeigt hatte ich auch noch Rettet euch selbst. Das zieht zwar alle Zustände von Verbündeten auf euch selbst, aber gibt euch dafür auch 7 Segen, das heißt nochmal 7% mehr Schaden durch unsere Trades, also auch kein schlechter Skill. Sonst hätten wir noch Bleibt standhaft, das ist ein Ruf, der gibt für 5 Sekunden Stabi. Gerade wenn wir das kombinieren mit geheiligter... Ups,
falscher Skill. wo ist es jetzt da? Mit geheiligter Boden haben wir natürlich eine extrem hohe Stabi-Dauer, denn wir kriegen 5 Sekunden von diesem Skill, wir kriegen 12 Sekunden von diesem Skill und dann eventuell haben wir noch die Trades mit, dass F3 auch nochmal Stabi gibt, dann haben wir hiermit auch nochmal 4 Sekunden Stabi und dann ist sogar auch irgendwann dann bald schon unser bleibt standhaft wieder neu vom Cooldown runter und wir können nochmal Stabi geben. Genau diese gleiche Doppelkombination gibt es auch für Projektilabwehr, indem wir nämlich die Wand der Reflexion nehmen und das kombinieren mit dem Schild des Rächers. Da können wir nämlich auch machen, Wand der Reflexion, Schild des Rächers und wenn das Schild des Rächers ausläuft, ist die Wand der Reflexion schon wieder da. Und auch hier könnten wir zusätzlich natürlich dann auch noch die Zuflucht nehmen, denn die blockt ja auch für 8 Sekunden Projektile ab und wir könnten jetzt dadurch, dass wir Drachenjäger sind, sogar auch noch unseren F3-Skill benutzen, der ebenfalls Projektile abblocken kann. Also auch das ist ganz cool. Und auch hier gibt es sogar noch eine Möglichkeit, die habe ich gerade vergessen euch zu sagen, denn ihr könntet hier noch anstelle dieses Trades, dass der passive Effekt von Gerechtigkeit verkrüppeln zufügt und dass wir einen 10%igen Damage Modifier auf verkrüppelte Gegner kriegen. Wenn ihr euch denkt, ah, der Gegner ist eh nie verkrüppelt, das kann ich gar nicht nutzen, könnt ihr nämlich auch Schild der Tapferkeit nutzen. Hier Bollwerk, Schild der Tapferkeit ist größer und hält länger an. Schild der Tapferkeit ist halt gerade unser F3. Das heißt, auch das ist dann sogar noch länger an und größer. Das heißt, wir hätten hier die ultimative Projektil-Ablock-Kombo mit diesen ganzen Skills. Allerdings braucht man das so gut wie nie und darum ist das nicht ganz so wichtig. Sonst, dieser Ruf, den habe ich eher selten mit, wenn ich nicht super tanky, supporty Build spiele. Gewährt verbündeten Schutz und Regeneration. Na klar, ist auch nicht verkehrt. Trotzdem ist es natürlich ein Skill, der dann hier unten in unserer Leiste ist und einen wichtigen Slot wegnimmt, wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Von daher den eigentlich nicht so gerne nehmen. Sonst habe ich früher immer noch ganz gern Siegel des Zorns genommen, weil der aktive einen Gegner immobilisiert. Das habe ich beispielsweise für den Teer-Elementar in Ara Weg 1 genommen. Heutzutage haben die Bosse ja aber alle eine Breakbar und sind sowieso immun gegen Immobilisieren, darum bringt es nicht mehr ganz so viel. Sonst hätten wir hier noch Meditation. Auch hier sind ein paar nette bei. Beispielsweise ritterliche Intervention. Damit können wir uns zu Gegnern teleportieren. Damit können wir beispielsweise Skip-Passagen schneller machen, indem wir schneller vorankommen, indem wir uns zu Gegnern teleportieren, die weiter weg sind. Und wir können auch ein paar coole Tricks machen, beispielsweise im Felswandfraktal. Wenn wir da zwischen den Siegeln hin und her laufen müssen, können wir beispielsweise einen Gegner anvisieren und uns sogar auch durch die Wand, also durch Wände zu einem Gegner hin teleportieren, um einfach Weg abzukürzen. Das gleiche gibt es auch noch andersrum zu Verbündeten mit gnädige Intervention. Das heißt, wenn ein Verbündeter in der Nähe ist, können wir einfach zu ihm hinspringen und ebenfalls schneller vorwärts kommen. Also auch kein schlechtes Skill. Ihr seht, wir haben wirklich sehr viel Auswahl an Unterstützungsskills und im Prinzip hat es der Wächter hier nicht einfacher als der Mesmer. Wenn ihr euch noch an den Chronomancer-Guide erinnert, ich habe gesagt, ihr müsst andauernd die Offense wechseln, ihr müsst die Unterstützungsskills wechseln, ihr müsst die Trades wechseln und im Prinzip ist es beim Wächter genauso. Ihr müsst eure Waffen der Situation anpassen, könnt ihr wirklich die maximal offensive Variante aus Langbogen und Großschwert nutzen oder müsst ihr eventuell einen anderen Skill reinnehmen? Genauso ist es natürlich auch bei den Trades. Nehmt ihr hier die Supporty-Trades mit oder geht ihr eher offensiv? Oder nehmt ihr auch mal was ganz anderes mit? Und genauso ist es auch bei den Unterstützungsskills. Welche Unterstützungsskills braucht ihr für die Situation, in der ihr gerade seid? Und das müsst ihr natürlich vorher wissen und die entsprechenden Skills mitnehmen. Das heißt, ein Wächter bzw. ein Drachenjäger hat auch hier aufgrund seiner Support-Rolle natürlich sehr viel Stress im Team, aber das ist nun mal einfach was, damit muss man leben, wenn man einen Wächter spielt. Und als Elite-Skill werdet ihr in den meisten Fällen spürt meinen Zorn nutzen. Das ist wie so eine Art kleine Mini-Zeitschleife für alle Verbündeten. Gibt erstmal Wut und aber auch 5 Sekunden Schnelligkeit für alle auf einem 45 Sekunden Cooldown, was ziemlich gering ist. Sonst alternativ hätten wir auch noch erneuernder Fokus. Macht euch für 3 Sekunden komplett unverwundbar. Das heißt, wenn ihr mal in einer Situation seid, wo ihr unverwundbar sein müsst, beispielsweise wenn ihr im Ätherkling-Fraktal ganz oben die Laser ausmachen müsst, da ist ja so ein Raum, wo alles voller Laser ist, wo 30, 40 verschiedene Laser sind, da könntet ihr theoretisch einfach erneuernder Fokus zünden und einfach unsterblich durchlaufen. Und außerdem, wenn ihr das genutzt habt, nach diesen 3 Sekunden sind alle eure Tugenden wieder aufgeladen. Das heißt, ihr könntet beispielsweise mit F3 nutzen, Aegis verteilen,
dann erneuernder Fokus benutzen. Dadurch wird F3 wieder aufgeladen und erneut Aegis verteilen. Das gleiche zählt natürlich auch fürs Kondi Cleanse auf dem F2 oder aber einfach, dass wir uns mit dem Gegner verbinden für F1. Also auch kein schlechter Skill. Oder aber wir benutzen Siegel der Tapferkeit. Das channelt sehr, sehr lange, 4,5 Sekunden. Das kommt einem in einem wichtigen, krassen Fight wie eine halbe Ewigkeit vor, aber das heilt alle Verbündete wieder komplett voll. Auf 100%. Das heißt, wenn eure Verbündeten fast kaputt sind und sie halten noch 4,25 Sekunden durch, dann sind sie danach auf jeden Fall wieder komplett voll. Also auch das kann gut sein. Hier hätten wir dann sogar noch eine Falle, die Gegner sogar heranzieht. Das heißt, auch hier könntet ihr Gegner zusammenziehen. Und die verlangsamt Gegner. Auch nicht schlecht. Aber in den meisten Fällen werdet ihr Spürt mein Zorn wollen, wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid. Das zu den Slot-Skills. Gucken wir uns jetzt mal. Ich habe gerade ein Haar im Mund übrigens. Darum nicht wundern, dass ich mich so komisch anhöre. Gucken wir uns mal das Buff-Food an. Ich nutze meistens das Teller mit Steak und Spargel. Das gibt halt Kraft und Präzision. Das ist sogar die billigere Variante, 80 Kraft und 60 Präzi. Es würde auch noch die teure geben, Teller mit Trüffelsteak, 100 Kraft und 70 Präzision. Wenn ihr aber denkt, ihr habt zu wenig Präzi, und das haben wir als Wächter, denn wenn wir uns mal die Stats angucken, die Attribute, wir haben nur 49,3%, beziehungsweise wenn ich hier wechsle, 49,7%. Das liegt daran, dass mein Großschwert aufgestiegen ist und mein Langbogen nur exotisch. 49,7%, das ist nicht viel. Und wenn wir mal uns an die Trades erinnern, wir haben nicht einen einzigen Trade, der irgendwie die Crit-Chance erhöht. Die hatten wir damals, als wir noch Ausstrahlung mit hatten, aber jetzt haben wir gar nichts mehr. Das heißt, wir haben sowieso eine sehr, sehr geringe Crit-Chance. Klar, mit Wut und Kriegerbanner kommen wir auch hier auf ca. 80% mit Buff-Food. Aber wenn ihr denkt, das ist zu wenig, dann könnt ihr auch einfach dieses Buff-Food nehmen. Das hier geht Schüssel mit Curry-Butternuss. Kürbissuppe würde zum Beispiel 100 Präzision geben und dazu 70 Wildheit. Auch hier die billigere Variante wäre 80 Präzision und 60 Wildheit. Aber müsst ihr dann selber entscheiden, was euch lieber ist. Das zu dem Apfelsymbol Buff-Food, gucken wir uns mal das Schraubenschlüsselsymbol Buff-Food an. Da nutze ich in den meisten Fällen einfach die Vernichtertränke. Ihr seht, ich habe die hier unten alle drin, je nach Situation und je nach Gegnerart halt einfach Vernichter, Inquisitor-Vernichtung, Schaufler-Vernichtung, Flammenlegio-Vernichtung und so weiter, je nach Situation und gegen was für einen Gegner ich gerade kämpfe. Und wenn es nichts gibt dafür, entweder Wetzsteine oder Wartungsöle. Das eine gibt uns halt mehr Kraft, das andere mehr Präzi, je nachdem, was ihr gerne wollt. Das nutze ich am meisten von dem Buff-Food. Jetzt als letztes wollen wir uns mal die Rotation angucken. Das ist im Prinzip ziemlich einfach, da muss man nicht viel wissen, denn ich habe ja eigentlich schon den groben Ablauf erklärt. Unsere Haupt-Damage-Skills wollen wir immer benutzen, nachdem wir ein Symbol gelegt haben. Und alle anderen Skills nutzen wir im Prinzip zwischendurch. Das war's auch schon. Trotzdem gehen wir uns mal kurz ins PvP stellen und gucken uns die Rotation mal an. So, ich bin ins PvP gegangen und habe den Build genauso erstellt, wie wir ihn gerade im PvE hatten. Wir werden jetzt im Prinzip einfach nur dafür sorgen, dass wir unsere Damage Modifier ans Laufen kriegen. Das heißt, wir benutzen unseren 5er Skill, um das Verkrüppeln zum Laufen zu kriegen. Wir benutzen unseren 4er Skill, um ein Symbol zu legen. Und wir benutzen unseren F1er, um uns mit dem Gegner zu verbünden. Dann haben wir direkt drei unserer Damage Modifier alle aktiviert und nutzen danach unsere großen Damage Attacken. Das ist einmal die Falle und einmal der 2er Skill. Genauso ist das ja auch mit dem Großschwert. Genau das werden wir jetzt mal machen. Das heißt, wir starten mit dem 5er, legen ein Symbol, verbinden uns mit dem Gegner, legen die Falle, nutzen den 2er Skill und wechseln jetzt aufs Großschwert, nutzen hier ebenfalls nochmal den Wirbel und auch unsere anderen Damage Skills. Und jetzt, bevor wir das Symbol legen, warten wir allerdings, bis hier der nächste Skill auf Cooldown ist. Wir könnten auch noch auf unseren F1 warten. Ich werde das jetzt hier einfach mal machen. Das müsst ihr nicht immer machen und wird sich auch nicht immer machen lassen. Jetzt das Symbol legen, jetzt mit F1 verbinden und jetzt wirbeln. Wir können jetzt auch nochmal die Falle legen und jetzt wieder im Prinzip Set wechseln. Auto-Attacks machen, so lange, bis wieder unser Haupt-Damage-Skill da ist. Wieder ein Symbol legen, wieder Damage-Skill machen. Und wieder Auto-Attacks machen und so weiter. Wir könnten jetzt auch schon wieder wechseln. Und jetzt warten wir wieder, bis unser Haupt-Damage-Skill da ist. Legen dann wieder ein Symbol, verbinden uns und legen dann alle Skills, die wirklich viel Schaden machen.
bevor wir wieder wechseln und im Prinzip immer so weitermachen. Ihr seht, das ist also nicht wirklich schwer, das so zu machen. Und das kann man ganz leicht durchziehen und es macht halt wirklich viel Schaden. Das ist eine coole Sache und nicht schwer. Das kann jeder lernen. Das ist zumindest einfacher als bei vielen anderen Klassen, zum Beispiel den Ingenieur. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Das ist die Rotation. Versucht also, wie gesagt, immer den Zweier-Skill und die Falle nach einem Symbol zu machen. Im Idealfall sogar auch noch nach dem F1er-Skill. Aber die Cooldowns passen alle nicht immer hundertprozentig. Also es lohnt sich eigentlich nicht groß extra auf Skills über längere Zeit, über Sekunden zu verzichten, nur weil dann der F1 nochmal wieder aufgeladen war. Ich meine, wir wechseln so oft die Waffen und selbst wenn wir jetzt auf dem Großschwertwirbel nicht den F1 hatten, dann haben wir ihn spätestens dann auf dem Langbogen wieder auf dem wahren Schuss. Von daher verzögert eure Skills da nicht zu sehr, nur um die Modifier ans Laufen zu kriegen. Aber ihr habt es gesehen, vielleicht habt ihr auch mal auf die Zahlen geachtet, da kamen schon ein paar hohe Zahlen bei raus. Ich würde jetzt sagen, das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Dragon Hunter macht immer noch Spaß. Wie gesagt, lasst euch durch das, was ich am Anfang gesagt habe, nicht zu sehr beeinflussen. Der ist immer noch cool, macht auch immer noch Bock. Er muss sich halt nur jetzt ein kleines bisschen mehr gegen den Chronomancer beweisen. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.